Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Montag, das heißt, Max out Monday. Los geht's! Wir müssen noch ein paar Sachen vom letzten Mal maxen, denn das habe ich leider nicht ganz geschafft. Dann gehen wir einfach runter zu Gen 2. Zu Mergel. Leider immerhin noch nicht genug Bonbons. Ich habe den jetzt während des Wasser-Events nicht gesehen. Landturm. Da müssen wir jetzt genug haben, 168 Bonbons, perfekt. Können wir erstmal zu Ende maxen. So, da hatten eigentlich noch relativ viele gefehlt. Lanturn, sehr cooles Pokémon. Finde ich, Wasser, Elektro, eine coole Kombination. Hatte mir früher in den Spielen auch immer sehr gut gefallen. So, Hammer genug Bonbons. Natürlich haben wir genug Bonbons, ja. Aber auch nicht zu unterschätzen, also so viel mehr hatten wir eigentlich gar nicht. Ja. 2085 jetzt, 100% Landturm. Und das andere war Mantax. Haben wir da genug Bonbons? Es wird knapp. Aber mehr Mantax habe ich leider nicht gesehen. Nee, oh, ein Sonderbonbon müssen wir investieren, glaube ich. Für Mantax, Mann. Nee, viel mehr. Ich dachte, das war das letzte mit 12 und dann kommt 15 jetzt. Jetzt kommt das 15. Das heißt, uns fehlt 13, oder? Ja, dafür investiere ich keine Sonderbonbons. Das muss leider warten. Mantax ist jetzt nicht so häufig gewesen. Mal schauen, wann ich mal wieder Mantirps brüte. Dann haben wir hoffentlich genug Bonbons. Aber immerhin Landturm jetzt abgehakt. Dann, passend zum Thema Wasser, aber auch für jetzt die kommende Woche. Denn heute Abend startet der Ultra-Bonus. Schaut vorbei, 21 Uhr, wir sind live. Die Laubkatzen kommen wieder. Und wir haben hier ein 96er Suicune. Ist okay. Ist aus der Quest, Feldforschung. Das Beste, was ich bisher aus der Feldforschung bekommen habe. Ansonsten bisher komplett Müll nur. Wirklich komplett, also nichts. Wie lange gibt es das schon? Über ein Jahr. Nichts annähernd Gutes. Das ist wirklich das Beste. Er hatte auch einen 96er davor aus den Raids, aber der hatte Deck 14, dementsprechend mag ich mal lieber den, auch wenn es jetzt 5 Level mehr sind, Unterschied. Aus der Quest Level 15, aus dem Raid Level 20, es sei denn, Wette Boost dann Level 25. So. Ansonsten muss ich mal schauen, also für nächste Woche auf jeden Fall ein Deoxys Speedform, weil da fängt ja die Deoxys Woche an. Den normalen habe ich schon, 93 Max, 100er Verteidigung, natürlich Max. Dann Speedform 98 Max und dann auf die Jagd gehen nach Angusform 98er oder 96er aufwärts. Wobei 93er aufwärts. Bei Deoxys X-Rate habe ich ja eigentlich runtergeschraubt auf 93. 93 Attack 15 und aufwärts. Raubkatzen jetzt die Woche werde ich wahrscheinlich nicht abgehen. Weiß gar nicht mal, ob ich überhaupt einen mache. Wenn es geht, nicht. Dann mache ich lieber Alola Raichu. Aber wenn es nicht anders geht, dann auf jeden Fall mein Tagespass zumindest. Und dann schauen wir mal weiter. Also der oder die müssen jetzt nicht unbedingt sein. Und dann geht es halt ab. Wie gesagt, Deoxys geht dann für mich persönlich ab, für die meisten wahrscheinlich nicht. Und anscheinend Mewtwo, das geht dann für alle ab. Das wird heftig. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich als nächstes maxe. Passend. Ich könnte Fritzeblitz maxen. Denn es ist der 2. September, gestern war der 1. Seit gestern Abend gibt es neue Quests. Und das neue Monats-Shiny sozusagen, sag ich mal, ist Fritzeblitz. Als kleinen Glücksbringer. Es gibt ein paar neue Quests. Alles wurde eigentlich umgewürfelt. Und leider ist Kokowai weg. Alola Kokowai. Versende 10 Geschenke. Also die Quest gibt es immer noch. Aber als Belohnung gibt es jetzt... zu Biris, glaube ich, war das. Ich glaube, ja. Also, leider nicht mehr Kokowai. Und auch die Driftlon-Quest, also Tauschen. Für Driftlon gibt es nicht mehr, es gibt immer noch Tauschen und daraus kommt dann Bronze. Ist zwar ganz okay, kann ich auch Shiny gebrauchen. Aber Driftlon hätte ich noch Shiny und 100 gebraucht. Also auf jeden Fall ist Kokowai weg. Und von den Quests, die momentan da sind, das Einzige, was ich brauche, ist halt Shiny Bronze. Deswegen, ja,
Die tägliche Questjagd hält sich dadurch wahrscheinlich in Grenzen. Aber ich denke, Fritzenblitz ist ganz okay heute als Push-Option. Als kleiner Glücksbringer für den kommenden Monat. Ansonsten natürlich eine Box am Start, die machen wir gleich noch auf. Vielleicht mag sich noch irgendwas, ein drittes Pokémon. Drittes, weil wir haben ja eigentlich einen fertig gemacht, das ist ja einer gewesen, aber Landturm, aber zählt ja natürlich nicht. Was können wir denn sonst noch maxen? Was Event haben wir eigentlich? Vielleicht einen Fanfavoriten aus der ersten Gen, da fehlt mir ja nicht mehr viel. Können wir zufällig irgendeinen maxen? So, gleich haben wir es. Kommt der über 3000? Knapp, oder? Ich denke, er kommt schon noch über 3000. Nee, kommt er nicht. Jetzt kommt 4x12. Kommt er nicht. Unter 3000. Viermal pushen können wir noch. 2x12, 2x15. Jetzt dreimal. Jeweils 22 irgendwie sowas. Naja, knapp unter 3000 kommt der. So. 1949 und 2949 und 2970. Wenigstens eine schöne glatte Zahl. Nicht 100er. Leider kein 100er. 96er Sekunden. Ja. So, dann. Wie gesagt, Fritzeblitz. Muss mal schauen, habe ich den schon entwickelt, vielleicht einen? Tatsächlich, ich habe schon einen entwickelt. Den können wir erstmal zu Ende maxen. So, IV-Check für euch natürlich. Aber ihr könnt mir schon glauben, 100% Fritzeblitz. Der war, glaube ich, relativ hoch, Level 30 oder sowas. Können wir ja nachzählen, zweimal gepusht. Sprich, und ich sehe gerade, ich habe wieder mal nicht so viele Bonbons, das könnte wieder knapp werden. Das wird auch knapp. Es tut mir leid, Leute. Den pusht man nur an. Sozusagen, da müssen wir uns noch was anderes aussuchen. So, das reicht erstmal, weil vergesst, dass ich den überhaupt eingeblendet habe. Da reichen die Bonbons nicht, aber hoffentlich demnächst, wenn wir auf Shiny-Jagd gehen. Bezüglich Fritzeblitz. Was mir gerade eingefallen ist, was wir noch maxen können, sind die zwei letzten Entwicklungen von Evoli. Denn auch seit diesem Monat verfügbar Evoli. Ich habe dazu ein Video gemacht, könnt ihr gerne abchecken und eure Meinung da lassen. Aus dem Feldforschungsdurchbruch kommt jetzt Evoli mit Blumenkranz. Nicht so spektakulär, es sei denn, es wird shiny. Dementsprechend können wir die zwei als Glücksbringer maxen. So. Und da haben wir garantiert genug Bonbons. Das wird kein Problem sein. Zum Glück. Ach schade, Fritzeblitz. Hab nie drauf geachtet, aber leider nicht genug Bonbons gehabt. Ah ja. Kommt halt dann irgendwann mal anders. So. Das kann eine Weile dauern. Ich glaube, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich fertig bin mit dem hier. Jetzt haben wir es gleich. Schon eine Weile gedauert. Auch der knapp unter 3000. So. 29. 44. 100% Fully Purba. Ich muss mal kurz. Ich probiere es einfach mal. Okay.
Einfach, dass er zwei Pflanzenattacken hat. Dann haben wir noch Glaciola. Auch der relativ low. Aber ja, los geht's. Hätte ich vielleicht maxen sollen, wo es noch Rayquaza in den Raids gab. Aber egal. Das kann noch länger dauern. Und der war relativ low. Die fallen wahrscheinlich unter die 5 Millionen. Wobei, wahrscheinlich nicht ganz. So teuer kann dann hoffentlich nicht sein. Das wäre schon extrem teuer für den. Und dann haben wir auch fast wieder 1 Million heute rausgeballert. Wobei, wir haben auch schon viel gepusht. Also 3 haben wir dann gemaxt, 1 haben wir zu Ende gepusht und 1 haben wir angefangen zu pushen. 5 Pokémon. Mehr oder weniger, also ja, eine Mille ist okay. Heißt für euch jetzt erstmal Schnelldurchlauf wieder, weil es dauert zu lange bei dem. Also Glaciola kommt über 3000, gar nicht schlecht, respektable Werte. Das ist glaube ich sogar das höchste von allen Evoli-Entwicklungen. Rayquaza früher beim alten Arena-System auch sehr beliebt gewesen, eines der wenigen Pokémon, das über 3000 kam, aber das kam knapp über 3000 und der hat 3126. Das war's glaube ich erstmal mit Max on Monday, wir machen noch eine Box auf. So, Grüße gehen raus an Luchess. Bin gespannt. Wie immer, jeden Monat eine Box bezüglich Gaming, Geek und Nerd Stuff. Wir fangen an mit einem Shirt. Diese Shirts überfordern mich immer, die Motive, die Anspielungen. Wie immer, gute Verpackung, sehr, sehr gute Verpackung. Wer Wert auf die Details legt. Iribor Stout. Sagt mir wieder mal nix. Ihr seid wieder gefragt. Puh. Dann haben wir hier ein Super Nintendo Controller Kissen. This is a bag, not a toy. Oder eine Tasche? Auf jeden Fall ist es vakuumversiegelt. Sehr geil. Früher gab es immer so Werbung, Telekommercials mit Vakuumversiegler. Versiegler? Sealer? Ne, das ist keine Tasche, das ist ein Kissen. Da steht da Bag drauf. Auf jeden Fall ein Super Nintendo Controller Kissen. Sehr, sehr geil. Super Nintendo, meine erste Konsole. Übrigens, ja, ich bin alt. Und Zelda Breath of the Wild Stift. Dann. Zauberhafte Küche. Oh. Koch-Channel incoming. Wer es nicht wusste, von Aladdin bis Zelda. Wer es nicht wusste, es war mal die Idee von dem Koch-Channel. Ist natürlich nie was draus geworden. Stattdessen haben wir jetzt hier diesen Pokémon Go-Channel. Aber wäre lustig gewesen. Das wäre auf jeden Fall was dafür gewesen. Verrückte Rezepte von Aladdin bis Zelda, wie es da steht. Grünes Elixier, Schlumpfcocktail, Zauberzepter, Basar-Zigarren. Das wäre doch mal was gewesen. Dann haben wir für die heißen Sommer. Wieso ist da Wasser drin? Wieso ist da bereits Wasser drin? Eiswürfel. Oder Eiswürfelbehälter von Fallout. Wieso ist da bereits Wasser drin? Das ist doch voll die schlechte Idee. Wem gehört dieses dreckige Wasser? Ich will dieses Wasser nicht haben als Eiswürfel. Vor allem, das kann ja einfach auslaufen. Da haben wir noch ein
Spiel. Spiele sind immer gut. Wende diese Karte an. Versunkene Träume. Undo. Undo. Macht es ungeschehen. Ihr seid Schicksalsweber. Ihr könnt die Zeit anhalten und zu verschiedenen Lebensmomenten eines Verstorbenen in der Vergangenheit zurückspringen, um dort dieses Schicksalsfäden neu zu verknüpfen. Gelingt es euch, die Geschehnisse zu verändern, um deinen Tod ungeschehen zu machen. Inhalt 18 Karten. Okay. Dann haben wir hier auch noch Focus und Energy. Summary Flavor. Ja, Energiepulver. Kann man wahrscheinlich irgendwie untergehen und dann zu einem Trink machen. Naja, vielen Dank, Lutschers, für diese Box. Und das war's von mir und diesem Max on Monday. Schreibt in den Kommentaren, was ihr gemaxt habt, denn Max on Monday ist im Trend. Immer schöner Pokémon maxen. Wie immer, Leute, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business. Vor allem montags.